Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Unser Gott ist der Herr über die Zeiten und die Umstände. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Er ist derjenige, der uns besser kennt als wir selbst. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour cet après-midi. Wir danken dem Herrn für heute Nachmittag. Lui qui nous a encore fait cette grâce d'être unis dans sa présence. Er hat uns die Gnade geschenkt, zusammen in seiner Gegenwart zu sein. Comme vous le savez tous, le père de la maison est en déplacement. Wie ihr es wisst, unser Vater des Hauses ist gerade verreist. Dans une famille, il y a le père, il y a la mère et il y a les enfants. Und in einer Familie gibt es den Vater, die Mutter und die Kinder. Et quand le père n'est pas là, les enfants peuvent travailler pour la gloire du Seigneur. Und wenn der Vater nicht da ist, dann können die Kinder für die Herrlichkeit Gottes arbeiten. Je vous salue tous encore une fois de plus dans la présence de notre Seigneur. Ich grüße euch alle noch einmal in der Gegenwart des Herrn. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de vouloir continuer avec notre thème de l'évangélisation. Heute wollen wir weitermachen mit unserem Thema der Evangelisation. Ça fait déjà un bon moment où nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. Ja, wir sprechen jetzt schon seit einiger Zeit darüber, über dieses Thema. Et ce n'est pas pour rien que Dieu envoie sa parole au milieu de son Église. Und Gott schickt sein Wort in seine Gemeinde nicht umsonst. La parole de Dieu est comme une pluie. Das Wort Gottes ist wie der Regen. Quand elle vient, wenn es kommt, elle vient arroser la terre. Dann kommt es, um die Erde zu bewässern. Elle vient pour donner la semence au semeur. Es kommt, um dem Seemann eine neue Saat zu geben. Et pour ceux qui appliquent l'agriculture, la terre sera fertile parce qu'elle est mouillée avec l'eau. Und für diejenigen, die Landwirtschaft kennen, die werden wissen, dass die Erde dann fruchtbar sein wird, wenn sie bewässert wird. Le pasteur avait déjà commencé, maman Vivienne est aussi passée par là, et moi aussi j'aimerais juste aussi apporter un petit plus peut-être qu'on n'avait pas encore reçu. Ja, der Pastor hatte begonnen mit dem Thema, Mama Vivienne hat uns auch ihren Teil gegeben und ich möchte noch etwas Kleines dazu beitragen. L'évangélisation. Die Evangelisation. Nous allons lire dans les livres de Matthieu 28, 18 à 20. Wir lesen Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. J'espère que nos frères et sœurs jeunes, ils ont aussi leur bouquin pour écrire. Ich hoffe, dass unsere Brüder und Schwestern auch die Jugendlichen ein Heft haben, um Mitschriften zu machen. Je vais lire au nom de Jésus. Ich werde lesen im Namen Jesu Christi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Also in Matthäus Kapitel 28, in den Versen 18 bis 20 steht geschrieben: Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht jetzt zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. So das Wort Gottes. Amen. L'évangélisation. Die Evangelisation. L'évangélisation, c'est l'action de prêcher la bonne nouvelle parmi la population non-chrétienne. Evangelisieren bedeutet, die gute Nachricht an diejenigen zu verbreiten, die Gott nicht kennen. Donc c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Das bedeutet, die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. L'évangélisation n'est pas faite dans l'église. Die Evangelisation findet nicht in der Gemeinde statt. L'évangélisation est faite en dehors de l'église. Die Evangelisation findet außerhalb der Gemeinde statt. Quelle est la personne qui va évangéliser? Und wer ist die Person, die evangelisieren wird? Et où se trouve le monde? Und wo befindet sich die Welt? La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Das Wort Gottes sagt uns, wir befinden uns, wir sind auf der Welt, aber wir gehören nicht zur Welt. L'évangélisation.
Die Evangelisation. Nous sommes dans une assemblée. Wir sind in einer Gemeinde. Nous sommes une église. Wir sind eine Gemeinde. Et une église est appelée à grandir. Und eine Gemeinde ist dazu berufen zu wachsen. Et la croissance d'une église, c'est d'accomplir la mission que Christ devait accomplir, mais où il a envoyé ses disciples d'aller achever ce que lui devrait faire. Und der Wachstum einer Gemeinde geschieht, indem die Gemeinde das tut, was Christus ihr aufgetragen hat. Tout chrétien est appelé à devenir un disciple de Jésus. Jeder Christ ist dazu berufen, ein Jünger von Jesus zu werden. Tout celui qui a cru en Dieu, qui lui a donné son corps, son âme et son esprit, est appelé à être un évangéliste. Jeder, der Jesus Christus angenommen hat als seinen Herrn und Erlöser und ihm sein ganzes Leben oder sein ganzes Wesen gegeben hat, soll ein Evangelist werden. La parole de Dieu nous montre que Christ a envoyé des disciples deux à deux. Das Wort Gottes sagt uns, dass Jesus die Jünger immer zu zweit losgeschickt hat. Et il leur a ordonné, allez et faites. Und der Auftrag, den ihnen gegeben hat, ist geht und macht aus den Leuten meine Jünger. Donc ça veut dire dans l'évangélisation, nous avons d'abord une action qui est l'ordre qui est donné. Das bedeutet, in der Evangelisation haben wir erstmal einen Auftrag oder einen Befehl, der uns gegeben wurde. Si nous devons aller, si nous devons bouger, nous recevons l'ordre qui nous est donné et après nous faisons cette action. Also wir haben diesen Auftrag bekommen, uns wurde gesagt, wir sollen gehen. Das bedeutet, wir haben die Anweisung bekommen und jetzt müssen wir sie ausführen. La moisson de Dieu est grande. Die Ernte Gottes ist sehr groß. Mais les serviteurs sont peu nombreux. Aber es gibt nur wenig Diener. Et raison pour laquelle, quand Dieu nous envoie d'aller, und deshalb, wenn Gott uns losschickt, dass wir gehen sollen, nous devons sortir de l'église. Dann müssen wir aus der Gemeinde hinausgehen. Sortir comme nous sommes assis sur les chaises. Wir müssen aus diesem Raum, in dem wir hier alle sitzen, rausgehen. Faire un mouvement. Wir müssen uns bewegen. Tu peux faire un mouvement en étant sur place. Du kannst deine Bewegung tätigen, indem du am Ort bleibst. Mais en réalité, ce mouvement, c'est le fait de quitter d'un point vers un autre point. Aber es geht bei dieser Bewegung darum, dass du einen Punkt verlässt und an einen anderen Punkt gehst. La mission de l'Éternel était pour que nous puissions bouger, avancer, aller de l'avant. Bei der Mission des Herrn geht es darum, dass wir uns bewegen, dass wir voranschreiten. C'est pourquoi, comme nous sommes tous ici assis, enfants de Dieu chrétiens, deshalb, so wie wir hier alle sitzen, als Kinder Gottes und Christen, nous sommes tous appelés à être en mouvement. Sind wir alle dazu berufen, uns zu bewegen oder in Bewegung zu sein. Parce que pour accomplir l'action de l'évangélisation, nous ne devons pas être stables. Denn damit wir die Evangelisation ausüben können, können wir nicht an einem Ort bleiben. Oui, mon frère, ma soeur, cette parole est pour nous tous. Ja, mein Bruder, meine Schwester, dieses Wort betrifft uns alle. Si Christ vit en nous, wenn Christus in uns lebt, ce qui fait nous sommes une partie de Christ, dann bedeutet das, wir sind ein Teil von Christus. Et que ce que le Christ devrait accomplir sur la terre, und das, was Christus hier auf der Erde vollbringen sollte, il a fait de nous ses associés. Er hat aus uns seine Mitarbeiter sozusagen gemacht. Quelle grâce d'être associé de son Dieu. Was für eine Gnade ist es, ein Mitarbeiter oder ein Vertrauter Gottes zu sein. Parce que c'est Christ seul qui devrait accomplir cette mission. Denn Christus sollte eigentlich diese Mission alleine vollbringen. Mais il dit à ses disciples d'aller et de faire. Aber er sagt zu seinen Jüngern, sie sollen gehen. Mais qui est un disciple? Aber wer ist nun ein Jünger? Être chrétien, c'est bien. Ein Christ zu sein ist gut. Mais être disciple, c'est plus mieux. Aber ein Jünger zu sein, das ist noch besser. Parce qu'un disciple, c'est celui qui a reçu l'enseignement approprié. Denn ein Jünger ist derjenige, der die Lehre empfangen hat. Qui a disposé son cœur pour recevoir cette parole, de l'accepter. Der sein Herz bereitgestellt hat und geöffnet hat, um dieses Wort zu empfangen. De vivre selon la recommandation de cette parole qui est la parole de Dieu. Und gemäß dem zu leben, was das Wort Gottes ihm sagt. Et à ce point-là, par le biais du Saint-Esprit. Und an diesem Punkt, durch den Heiligen Geist, il sera à mesure d'avancer et d'accomplir la mission du Seigneur sur la terre. Wird er in der Lage dazu sein, voranzuschreiten und die Mission zu erfüllen, die Gott ihm aufgetragen hat. Pour faire l'évangélisation, nous devons avoir de l'amour. Um zu evangelisieren, müssen wir Liebe in uns haben. Parce que quand nous allons évangéliser quelqu'un, denn wenn wir zu jemandem über Gott sprechen, nous devons lui faire voir l'importance d'abord que cette personne a vis-à-vis de son Dieu. Dann müssen wir dieser Person zuerst zeigen,
wie wertvoll und wie wichtig sie in Gottes Augen ist. Il doit comprendre à quel point est-ce qu'il est important et que Christ et son Créateur a accepté de mourir à la croix pour lui racheter et lui ramener entre ses mains. Die Person muss erkennen, wie wichtig sie für Gott ist und dass Jesus sein Leben für diese Person geopfert hat, damit Jesus diese Person freikauft von der Sünde und von allem, was sie festhalten konnte. Halleluja. Amen. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre quelque chose. Ich hoffe, dass jemand gerade etwas versteht von dem, was wir sagen. Pour évangéliser, tu dois avoir l'amour de Dieu. Um zu evangelisieren, brauchst du die Liebe Gottes. Parce que quand nous acceptons Christ, nous devenons une nouvelle créature. Denn wenn wir Christus annehmen, dann werden wir ein neues Geschöpf. Donc nous ne sommes plus la même personne d'hier. Das bedeutet, wir sind nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Nous devenons une nouvelle personne. Wir werden eine neue Kreatur, eine neue Person. Remplie de la présence de son esprit. Erfüllt von Gottes Gegenwart und von seinem Geist. Et nous devons juste accomplir l'ordre que le Christ a donné. Und wir müssen einfach nur dem Befehl folgen, den Gott uns gegeben hat. D'aller. Nämlich zu gehen. Je ne sais pas comment nous sommes ici assis. Ich weiß nicht, so wie wir hier alle versammelt sind. Combien parmi nous a déjà juste fait le premier signe de bouger face à la parole de Dieu? Wie viele von uns das schon mal gemacht haben, dass sie diesen Schritt gegangen sind, von dem man uns hier im Wort Gottes zitiert? Oui, parce que plusieurs pensent que l'évangélisation c'est le travail du pasteur qui est le berger de l'église. Ja, denn viele von uns denken, dass die Evangelisation die Aufgabe des Pastors ist, denn er ist der Hirte der Gemeinde. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, aber wir als Kinder Gottes, nous sommes le corps du Christ. Wir sind der Leib Christi. Et ce corps ne peut pas être en action si c'est simplement ta jambe qui vit pour le Seigneur. Und dieser Leib kann nicht in Bewegung sein, wenn nur dein Bein für Christus lebt. Peut-être que c'est juste tes yeux qui sont disposés pour le Seigneur. Vielleicht sind nur deine Augen für Gott bereit, oder ton, Gott bereitgestellt. Et que ton cœur est ailleurs. Und vielleicht ist dein Herz aber anderswo. Mais cet après-midi, nous sommes venus encore écouter quelque chose. Aber heute Nachmittag sind wir nochmal gekommen, um etwas zu hören. Dieu nous demande de bouger, de faire un mouvement. Gott bittet uns, uns zu bewegen. Des fois, on se sent très confortable d'être assis sur un siège. Manchmal fühlen wir uns sehr wohl. Es ist sehr bequem zu sitzen auf einem Stuhl. Peut-être sur un poste que nous occupons. Oder vielleicht in einer gewissen Funktion, die wir haben. Et que vous pensez que ça, c'est la limite que l'Éternel avait placée pour moi. So dass du denkst, das ist das oder der Ort, wo Gott mich haben möchte. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions bouger. Aber der Wille Gottes ist es, dass wir uns bewegen. Je suis en train de parler et je veux que quelqu'un comprenne ce que je dis en esprit, pas physiquement. Ich möchte, dass jemand das, was ich gerade sage, versteht und zwar nicht physisch, sondern im Geiste. La personne qui bouge. Die Person, die sich bewegt. C'est la personne qui reçoit. Ist die Person, die empfängt. C'est la personne qui accepte. Ist die Person, die annimmt. Et c'est cette personne qui met l'œuvre en action. Es ist diese Person, die das Wort in die Tat umsetzt. Amen. Dieu nous ordonne d'aller. Gott befiehlt uns zu gehen. Et quand nous bougeons, ce qui veut dire nous avons manifesté cet amour que lui avait premièrement manifesté à la croix. Wenn wir uns bewegen, dann bedeutet das, wir zeigen diese Liebe, die uns zuerst gezeigt hat, indem ans Kreuz gegangen ist. Pour ceux qui verront cela, nous le connaissons tous, c'est dans Jean 3,16. Für diejenigen, die das lesen wollen, wir kennen diesen Vers alle, das ist Johannes 3, Kapitel 3, Vers 16. Notre premier point qui était l'amour, nous allons sauter au deuxième qui est l'attachement à Jésus-Christ. Unser erster Punkt war die Liebe und der zweite Punkt ist unsere Verbundenheit mit Jesus Christus. Nous pouvons lire cela dans Galates 3, 27. Wir lesen das in Galater Kapitel 3, Vers 27. Moi, je lis en français, comme elle regarde encore. La parole de Dieu nous dit ceci, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez reçu Christ. » Also in Galater Kapitel 3, Vers 27 steht geschrieben, « Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr gehört nun zu Jesus. » So das Wort Gottes. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui reçoit Christ et qui est baptisé, il est attaché à Christ. Das bedeutet, jemand, der Christus empfangen hat und sich taufen lassen hat, der gehört jetzt zu Christus.
Donc nous sommes en train de comprendre que pour évangéliser, nous devons avoir l'amour de Dieu. Damit verstehen wir, um zu evangelisieren, müssen wir die Liebe Gottes haben. Et nous devons être attachés à lui. Und wir müssen mit ihm verbunden sein. Celui qui est attaché par Christ, der mit Christus verbunden ist, c'est celui qui fait la vie de Christ et sa propre vie. Ist derjenige, der aus dem Leben von Christus sein eigenes Leben macht. C'est celui qui accepte que pas lui seul conduit sa vie, mais que Christ conduise sa vie. Ist derjenige, der es akzeptiert, dass nicht er selbst sein Leben führt, sondern dass Christus sein Leben führt. C'est ta vie, mais c'est le Christ qui conduit ta vie. Es ist dein Leben, aber Christus führt dein Leben. Et tu verras que la gloire de Dieu descendra dans ta vie. Und so wirst du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Et tu seras disponible à aller, de faire un mouvement, d'avancer, d'aller vers l'avant. Und dann wirst du auch bereit dazu sein, einen Schritt zu gehen und einen Schritt nach vorne zu machen. Oui, parce que dans ma prière, je disais, nous ne sommes pas venus rencontrer quelqu'un ici. Denn in meinem Gebet sagte ich, wir sind hierher nicht gekommen, um jemandem zu begegnen. Parce que je pense pas que nous avons quitté nos maisons pour venir rencontrer nos sœurs et nos frères. Denn ich denke nicht, dass wir unsere Häuser verlassen haben, nur um unseren Brüdern und Schwestern zu begegnen. Nous sommes venus chercher Dieu. Wir sind gekommen, um Gott zu suchen. La parole nous dit que le salut est individuel. Das Wort sagt uns, dass die Errettung eine individuelle Sache ist. Même si vous êtes marié vivant dans une même maison. Selbst wenn ihr verheiratet seid und in einem Haus wohnt. Et la Bible nous dit que le salut est individuel. Aber die Bibel sagt uns, dass die Errettung individuell ist. Et nous devons faire un mouvement d'avancer vers le Seigneur. Und dass wir uns bewegen müssen, einen Schritt auf Gott zu machen müssen. Dieu, c'est le Dieu qui agit avec ceux qui avancent, qui font un mouvement. Gott ist derjenige, der mit denen wirkt, die bereit sind, nach vorne zu gehen und einen Schritt zu machen. Peut-être que quand la parole de Dieu est lancée, vielleicht, wenn das Wort Gottes ausgesprochen wird, elle sort. Dann kommt es raus. Peut-être elle n'est pas pour toute l'église. Aber vielleicht betrifft es nicht die ganze Gemeinde. Peut-être c'est juste pour quelques personnes. Vielleicht betrifft es nur ein paar bestimmte Personen. Qui ont été détaillées et prescrites pour recevoir cela pendant cette journée. Die auserwählt wurden, um genau dieses Wort in diesem Tag zu empfangen. Et que la gloire de Dieu va s'éclater. Damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Pour faire l'évangélisation, nous devons être des hommes et des femmes qui écoutent. Um zu evangelisieren, müssen wir Männer und Frauen sein, die zuhören. Nous devons écouter. Wir müssen zuhören. Quand la parole de Dieu sort, wenn das Wort Gottes ausgesprochen wird, nous devons être attentifs à recevoir cette parole. Müssen wir aufmerksam sein, um dieses Wort zu empfangen. Nous devons écouter et que cette parole va agir en nous. Wir müssen zuhören, damit dieses Wort in uns wirken kann. Si nous n'écoutons pas cette parole, dann werden wir diesem Wort nicht zuhören. Si nous ne l'acceptons pas, wenn wir das Wort nicht annehmen, il sera impossible que cela fasse de miracles. Dann wird es unmöglich sein, dass dieses Wort Wunder vollbringt. Il sera impossible que le fruit sorte de nous. Es wird nicht möglich sein, dass Früchte aus uns herauskommen. Alléluia. Alléluia. Y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Gibt es jemanden, der etwas versteht? Nous sommes dans la présence de Dieu. Wir sind in der Gegenwart des Herrn. Dans le livre de Marc 10, in Markus Kapitel 10, le verset 46 à 52, Versen 46 bis 52, là on est en train de nous parler de l'histoire de Bartimée. Da erzählt man uns von der Geschichte von Bartimäus. Il ne faut pas être distrait par les exemples et le verset que je donne. Seid nicht abgelenkt durch das Beispiel und den Vers, den ich gegeben habe. Mais nous sommes en train d'aller parlant des petits points qui vont constituer ensemble la force de faire l'évangélisation. Aber wir sprechen über ein paar kleine Punkte, die zusammen die Kraft ergeben, damit wir die Evangelisation machen können. Nous avons vu qu'il y a l'amour que nous devons mettre en pratique. Wir haben zuerst gesehen, dass wir die Liebe Gottes in uns haben müssen, die wir in die Tat umsetzen. Et que nous devons nous attacher à Christ. Und das Zweite ist, dass wir mit Christus verbunden sein müssen. Et en troisième lieu, nous avons besoin de l'écoute. Und als Drittes ist es wichtig, dass wir zuhören. Je ne sais pas si tu peux lire pour nous Marc 10, 46 à 52. Markus Kapitel 10, Vers 46 bis 52. Ich lese im Namen des Herrn. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn von Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren die Leute ihn an.
Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte: Sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab und sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. So das Wort Gottes. Amen. Là, nous sommes en train de voir l'histoire de Bartimée. Hier sehen wir die Geschichte von Bartimäus. C'est pour juste essayer un peu d'amplifier sur le point de l'écoute. Wir wollen den Punkt mit dem Zuhören ein bisschen veranschaulichen. Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimäus hat von Jesus gehört. Chaque moment qu'il était là, il entendait toujours parler de Jésus, qu'il fait des miracles, qu'il guérit les malades, il fait marcher les boiteux, mais il avait aussi soif de voir cette personne, d'entendre cette personne. Also Bartimäus hat immer davon gehört, dass es Jesus gibt und dass er große Dinge tut, dass er Menschen heilt, dass er Gelähmte dazu bringt, dass sie wieder gehen können und so weiter. Und er selber hatte auch ein Problem. L'écoute est très nécessaire et important dans la vie d'un enfant de Dieu. Das Zuhören ist sehr wichtig im Leben von einem Kind Gottes. Parce que si tu es distrait, la grâce de Dieu risque de passer à côté de toi. Denn wenn du abgelenkt bist, dann wird die Gnade Gottes an dir vorübergehen. Bartimée a écouté que Christ est en train de passer. Bartimäus hat gehört, dass Christus gerade vorbeiging. Il a crié. Und er hat geschrien. Il a crié. Er hat geschrien. Et qu'il y avait des gens qui pouvaient l'empêcher de ne pas crier. Und es gab sogar Leute, die ihn davon abhalten wollten zu schreien. Parce qu'il y avait une multitude. Denn es gab eine große Menschenmenge. Qui était tout autour de Jésus. Die um Jesus herum versammelt war. Mais lui, comme il avait besoin de recevoir quelque chose. Aber da er etwas empfangen wollte. Il ne voulait pas passer cette journée inaperçue. Er wollte nicht, dass dieser Tag einfach so vorübergeht. Il voulait recevoir quelque chose de Christ. Er wollte etwas von Christus empfangen. Et il devait être attentif. Und er musste aufmerksam sein. Et quand le moment était arrivé où Christ passait. Und als dieser Moment gekommen ist, wo Christus vorbeiging. Il a écouté que Christ était en train de faire ce mouvement de passer. Hat er gehört, dass Christus gerade in dieser Bewegung war, dass er vorbeiging. Et il a crié. Und dann hat er geschrien. Comme nous venons de l'entendre, en criant, il y a plusieurs qui l'interdisaient, qui faisaient du bruit. Und wie wir es gerade gehört haben, während er schrie, haben mehrere versucht, ihn aufzuhalten und ihn still zu machen. C'est la même chose dans la vie d'un évangéliste ou de la personne qui doit l'évangéliser. Und genauso ist das auch im Leben von einem Evangelist oder von einer Person, die von Gott sprechen soll. Tu vas te rendre compte que l'amour de Dieu est là, l'attachement est là, et dans sur ton écoute, il y a quelque chose qui arrive. Du wirst sehen, dass du die Liebe Gottes in dir hast, dass du diese Bereitschaft hast, aber dann wirst du sehen, wenn es um das Zuhören geht, da gibt es dann ein Problem. Quand toi tu te disposes pour aller, wenn du dich dann vorbereitest, um zu gehen, les cris qui arrivent, ce sont les cris pour te dire on te bloque, on t'arrête. Dann werden diese Schreie kommen, die einfach ein Symbol dafür sind, dass du blockiert wirst. Qui étaient les cris de ceux qui criaient pour arrêter Bartimée de ne pas recevoir ce que Jésus-Christ avait préparé pour lui? Was waren diese Schreie oder diejenigen, die zu Bartimäus gesagt haben, er soll aufhören zu sprechen? Was war das? Ça peut être les situations qui peuvent t'entourer. Das können auch die Situationen sein in deinem Leben um dich herum. Ça peut être même ton travail. Das kann sogar deine Arbeit sein. Ça peut être même ta famille aussi. Das kann auch deine Familie sein. Les saluts qui est individuel. Die Errettung, die eine individuelle Sache mais ist. Christ nous envoie d'aller et de faire le monde ses disciples. Aber Christus sendet uns nach draußen, damit wir aus der Welt seine Jünger machen. Ça veut dire, nous comprenons que dans cette individualité, das heißt, wir erkennen, dass in dieser Individualität, l'individualité du salut, die Individualität der Errettung, l'amour de Dieu fait partie. Da gehört auch die Liebe Gottes dazu. Et quand l'amour de Dieu est dans cette individualité, und wenn die Liebe Gottes in dieser Individualität vorhanden ist, cela va nous amener à activer l'amour de Dieu dans d'autres personnes, dans nos membres de famille, dans nos amis et dans notre entourage. Dann wird uns das dazu bringen, die Liebe Gottes auch in anderen Personen zu aktivieren sozusagen oder ins Leben zu rufen, bei den Menschen um uns herum in unserem Leben. Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Versteht jemand, wovon wir sprechen? Parce que celui qui a l'amour de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est un ingrat.
Denn die Person, die die Liebe Gottes in sich hat, ist keine undankbare Person. Si dans ton cœur tu reconnais que tu es enfant de Dieu, serviteur de Christ, wenn du in deinem Herzen erkennst, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Diener Gottes bist, tu peux pas servir Christ en étant caché seul. Dann kannst du Christus nicht dienen, indem du versteckt bist oder allein in deiner Ecke bist. Tu as besoin de tes frères et de tes sœurs. Du brauchst deine Brüder und Schwestern. Et tu dois leur communiquer cet amour. Und du musst ihnen diese Liebe weitergeben. Tu dois leur communiquer cet attachement à Christ. Du musst ihnen diese Verbundenheit mit Christus weitervermitteln. Tu dois leur parler de la parole de Dieu. Du musst zu ihnen sprechen über das Wort Gottes. Et qu'ils puissent aussi disposer leurs oreilles à écouter. Damit auch sie ihre Ohren bereitstellen können, damit sie zuhören können. Quelle est la chose que tu laisses passer dans tes oreilles? Welche Sache lässt du an deine Ohren heran? Qu'est-ce que tu entends ou tu écoutes souvent sur tes oreilles? Was hörst du oder welche Dinge hörst du oft zu mit deinen Ohren? Écoutes-tu ce que la parole de Dieu nous demande? Hörst du die Dinge, die das Wort Gottes uns sagt oder worum das Wort Gottes uns bittet? Parce que sa parole nous dit quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Denn das Wort Gottes sagt uns, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet nicht eure Herzen. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train d'agir dans sa parole. Der Geist Gottes wirkt durch sein Wort. Disposons nos oreilles pour écouter la volonté de Dieu. Lasst uns unsere Ohren wirklich bereitstellen, damit wir den Willen Gottes erkennen können. Nous devons maintenant être en mouvement. Wir müssen jetzt in Bewegung sein. Celui qui est en mouvement, c'est celui qui doit sortir, qui doit bouger. Derjenige, der in Bewegung ist, ist derjenige, der herausgehen muss. Donc si il s'est mis en mouvement, donc il a accepté la parole que l'Éternel dit, allez. Wenn die Person in Bewegung ist, heißt es, sie hat das Wort angenommen, wo Gott sagt, geht. Doch, va tout simplement. Du sollst einfach nur gehen. Ne pense à rien. Denke an nichts. Va. Geh. Fais l'action de bouger. Und mach einfach diese Bewegung. Accepte que Christ est avec toi. Und glaube daran, dass Christus mit dir ist. Parce que sa parole nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Denn sein Wort sagt uns, dass er mit uns sein wird bis ans Ende der Zeit. Donc si nous avons bougé, das heißt, wenn wir uns bewegen, il sera toujours là en train de nous observer. Dann wird er immer mit uns sein und auf uns wachen. Parce que l'accomplissement de l'évangélisation, c'est pour la gloire de Dieu. Denn die Erfüllung der Evangelisation ist für die Herrlichkeit Gottes. Et notre Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Und unser Gott teilt seine Ehre nicht mit irgendjemand anderem. Et pour sa gloire, il va étendre sa main. Und für seine Ehre wird seine Hand ausstrecken. Il ouvrira les églises des cieux. Er wird die Himmelspforten öffnen. Et sa bonté va se manifester. Und seine Güte wird sich offenbaren. Je vous donne encore un verset dans Luc 5, 1 à 6, que nous n'allons pas lire. Un vers in Lucas chapitre 1, 1-6. Oui. Luc 5, le verset 1 à 6. Entschuldigung, Lucas chapitre 5, vers 1-6. Ça, c'est l'histoire de la pêche miraculeuse de Pierre. Das ist die Geschichte von dem wundersamen Fischen von Petrus. Pierre qui était sorti la nuit, il a laissé sa femme à la maison, il a laissé tout ce qu'il pouvait laisser, il est sorti. Petrus, der in der Nacht hinausgegangen ist, hat seine Frau und alles, was er hinter sich lassen konnte, hinter sich gelassen. Il est allé travailler. Und er ist arbeiten gegangen. La pêche, c'est aussi le travail. Fischen ist nämlich auch eine Arbeit. Mais il a pêché toute la nuit. Er hat die ganze Nacht gefischt. Et il ne pouvait rien avoir. Und er hat aber nichts fangen können. Ce n'était pas la première fois que Pierre allait pêcher. Das war nicht das erste Mal, dass Petrus c'était son travail. Es war seine Arbeit. Mais en sortant cette nuit-là, aber als er in dieser Nacht hinausging, il n'a rien pêché. Hat er nichts gefangen. Rien pêché, ça veut dire qu'il n'a pas pêché les poissons. Er hat nichts gefangen, das bedeutet, er hat keine Fische gefangen. Parce que tout pêcheur sait que quand je jette mon filet, denn jeder Fischer weiß, wenn ich mein Netz auswerfe, c'est pour avoir des poissons. Damit sich ein paar Fische darin fangen. Mais des fois notre filet retourne avec du bois mort. Aber manchmal ist unser Netz einfach dort und dann gibt es Stücke von Holz. Peut-être que ce filet avait pris des crapauds qui étaient déjà décédés aussi. Vielleicht hat dieses Netz irgendwelche toten Krabben oder ja, Krabben aufgefangen. Donc cela a juste pris la saleté qui était tout autour de là où il a fait son travail. Das heißt, das Netz hat nur den Dreck gefangen, der um diesen Ort herum war, wo er halt gearbeitet hat. Et il s'est rendu compte le lendemain qu'il n'avait rien fait. Und am nächsten Morgen hat er gemerkt, dass er nichts gefangen hatte. Plus tard parmi nous aussi, nous sortons pour aller travailler. Und einige von uns, wir gehen auch raus zum Arbeiten. Et quand nous sortons, nous avons déjà l'image en tête que nous allons pour accomplir notre mission. Und
ich rausgehe, dann haben wir schon diesen Gedanken, ich gehe hinaus, um meine Mission zu erfüllen. Et que nous devons rentrer avec les résultats récoltés. Und dass wir zurückkommen müssen mit Ergebnissen, die wir erzielt haben. Mais des fois, nous nous rendons compte à la fin de la journée, tu te dis, oh, j'ai juste passé mon temps pour rien aujourd'hui. Aber manchmal denkst du dir dann am Ende des Tages, ich habe meine Zeit einfach so verbracht, ich habe gar nichts erreicht. Mais quand tu sors dans la volonté de Dieu, aber wenn du in dem Willen Gottes aus deinem Haus gehst, selon ce que le Christ avait déjà préparé pour toi ces jours-là, gemäß dem, was Christus für dich vorbereitet hat an diesem Tag, tu vas recevoir ce qu'il avait déjà prévu pour toi. Dann wirst du auch das empfangen, was er für dich vorbereitet hat. Parce que tous les jours que l'Éternel crée pour nous, denn jeden Tag, den der Herr für uns macht, elles sont pour nous des sujets de joie et d'allégresse. Das ist für uns ein Grund zur Freude. Là, nous sommes en train de parler sur le mouvement. Hier sprechen wir gerade über die Bewegung. Pierre est rentré. Petrus kam zurück. Et comme Christ voulait parler à son peuple, und da Christus zu seinem Volk sprechen wollte, et il ne savait pas comment le faire, und er wusste nicht, wie er das tun soll, il a demandé à Pierre d'utiliser sa barque. Hat er Petrus gebeten, ob er nicht sein Boot benutzen kann. Pierre a écouté. Petrus hat gehört. Parce qu'il pouvait aussi refuser. Denn er hätte auch sagen können, nein. Mais il a accepté, il a écouté, donc il a reçu cette parole de Dieu. Aber er hat sozusagen zugehört, hat das Wort Gottes empfangen. Il s'est attaché à cette parole. Er hat sich an diesem Wort festgehalten. Donc ils sont devenus un. Das bedeutet, sie sind eins geworden. Christ a dit à Pierre de s'avancer un tout petit peu dans les eaux profondes. Und Christus hat zu Petrus gesagt, dass er ein bisschen weiter ins Wasser. Christ a prêché. Il a parlé de la parole de Dieu. Christus hat dann gepredigt, er hat über das Wort Gottes gesprochen. La parole de Dieu qui est une vie, il a communiqué la vie à la multitude qui était là. Das Wort Gottes ist Leben, das bedeutet, er hat den Menschen, die dort waren, das Leben weitergegeben. Et à la fin, und am Ende, il a permis à Pierre de jeter son filet. Hat der Petrus erlaubt, sein Netz nochmal auszuwerfen. Pierre avait écouté. Petrus hatte zugehört. Il s'était attaché à cette parole. Er hatte sich an diesem Wort festgehalten. Il a fait le mouvement d'avancer avec son pirogue. Er hat diesen Schritt gemacht. Er ist mit seinem Boot weiter rausgefahren. Et à la fin, il a juste jeté le filet. Und am Ende hat er nur sein Netz ausgeworfen. Parce qu'il a d'abord dit qu'il avait pêché toute la nuit sans rien prendre. Denn zuerst hat er ihm gesagt, ich habe schon die ganze Nacht gefischt und ich habe nichts gefangen. Mais par ta parole, dit Pierre, je jetterai le filet. Amen. Aber er sagt, auf dein Wort hin werde ich mein Netz noch einmal auswerfen. Donc, Pierre a jeté ses filets, ce n'était pas pour sa propre volonté. Das heißt, Petrus hat das Netz ausgeworfen, es war nicht auf seinen eigenen Willen. Donc, si on nous parle de l'évangélisation, que nous devons sortir et évangéliser, ce n'est pas pour notre propre volonté. Das heißt, wenn man zu uns spricht über die Evangelisation, geht es nicht um unseren eigenen Willen. C'est pour la volonté de Christ, notre Seigneur. Es geht um den Willen von Christus, unserem Herrn. Si nous sommes tous réunis ici, nous avons le souffle de vie, c'est la volonté de Dieu. Wenn wir alle hier versammelt sind und den Atem haben, dann ist es durch Gottes Willen. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Der Herr segne euch. Je dis cela car l'Esprit de Dieu me disait, il y avait une personne qui devrait dire Amen. Ich sagte das, denn es gibt eine Person, die Amen sagen sollte. Pierre, après avoir jeté le filet, Petrus, nachdem er das Netz ausgeworfen hat, en tirant le filet, il ne pouvait plus tirer son propre filet. Als er das Netz dann wieder in das Boot ziehen wollte, war er nicht mehr in der Lage dazu. Donc, il y avait l'accomplissement. Das bedeutet, es gab die Erfüllung. Il ne pouvait plus imaginer que toute la nuit sans rien prendre. Er konnte sich das nicht vorstellen, denn er hatte die ganze Nacht verbracht, ohne etwas zu fangen. Et maintenant, juste pour quelques heures ou quelques minutes, und jetzt, wo das Netz nur für einige Minuten ausgeworfen wurde, nous avons beaucoup de poissons, haben wir auf einmal sehr viele Fische, qui ne pouvaient même plus encore contenir dans sa barre, sodass die nicht mal in sein Boot gepasst haben. Qu'il devrait appeler ses autres collègues pour venir les aider. Er musste noch seine anderen Kollegen rufen, damit die kommen und ihm helfen. Cela nous ramène encore dans l'action de l'évangélisation. Das bringt uns wieder zurück in diese Aktion der Evangelisation. Quand tu as l'amour de Dieu, wenn du die Liebe Gottes in dir hast, tu t'es attaché à Jésus, und du dich mit Jesus verbunden hast, tu as écouté sa parole, tu as accepté, und du sein Wort gehört hast und es angenommen hast, et tu as fait le mouvement, und du diese Bewegung gemacht hast, de sortir, de dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je vais la mettre en pratique. Diesen Schritt nach draußen, in dem du dir gesagt hast, Herr, ich habe dein Wort gehört und ich möchte es jetzt in die Tat umsetzen. Toi, fais juste ce que l'Éternel te recommande. Du sollst nur das, was
das machen, was Gott dir sagt. S'il a dit, nous devons aller évangéliser, va. Wenn er sagt, wir sollen rausgehen und evangelisieren, dann geh. Annonce la parole de Dieu. Und verkünde das Wort Gottes. Parle de Jésus. Sprich von Jesus. Même si tu sais de quoi tu parles ou tu ne sais pas bien, parle de Jésus. Egal ob du weißt, wovon du sprichst oder ob du vielleicht nicht so richtig weißt, sprich einfach von Jesus. Parce que Pierre a jeté le filet. Denn Petrus hat das Netz ausgeworfen. Il s'était pas demandé des questions. Er hatte sich keine Fragen gestellt. Il a jeté. Er hat das Netz ausgeworfen. Donc il a accepté. Das bedeutet, er hat es akzeptiert. Il a pris cette parole une partie de sa vie. Er hat aus diesem Wort einen Teil seines Lebens gemacht. Prends la parole de Dieu une partie de ta vie. Nimm das Wort Gottes und mach daraus einen Teil deines Lebens. Vis avec elle jour et nuit. Lebe mit dem Wort Gottes Tag und Nacht. Tu verras l'accomplissement de l'Éternel dans ta vie. Und dann wirst du die Erfüllung von Gottes Wort in deinem Leben sehen. Et le résultat du mouvement. Und das Resultat von der Bewegung. C'était l'accomplissement. Pierre avait eu des poissons. Das war die Erfüllung. Petrus hat nämlich hier Fische gefangen. Donc, quand toi tu peux penser que je ne peux pas évangéliser, das bedeutet, wenn du dir vielleicht denkst, ich kann aber nicht evangelisieren. Ou peut-être dire l'évangélisation c'est l'œuvre du pasteur. Oder du denkst dir vielleicht, die Evangelisation ist die Aufgabe des Pastors. Bien sûr que le pasteur doit le faire, mais c'est à nous d'aller accomplir cela. Ja, es stimmt, der Pastor muss das tun, aber es liegt auch an uns, das zu erfüllen und das zu tun. Parce que, denn, dans une bergerie, dans une bergerie, also, ja, in der Herde, ja. Voilà. In der Herde. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui se multiplie. Das ist nicht so, dass der Pastor sich vermehrt. Mais ce sont des brebis qui se multiplient. Aber es sind die Schafe, die sich vermehren. Amen. 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 Les brebis se multiplient. Die Schafe vermehren sich. Les brebis sortent. Die Schafe gehen hinaus. Ils communiquent juste ce que le pasteur a communiqué. Und sie geben einfach das weiter, was der Pastor ihnen gegeben hat. Ils communiquent juste la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Sie geben einfach den Willen Gottes und das Wort Gottes weiter. Quand tu as fini, wenn du fertig bist, tu peux croiser tes bras et rentrer tranquillement. Dann kannst du wieder deine Hände, Arme verschränken und nach Hause gehen. Parce que Pierre a jeté le filet, il a croisé les bras pour attendre. Denn Petrus hat das Netz ausgeworfen und dann hat er seine Arme gekreuzt und gewartet. Donc, tellement qu'il avait la foi, il avait cru que si je jette le filet, comme il l'a dit, je veux voir un miracle. Und da er so einen starken Glauben hatte, hat er gesagt, wenn ich das Netz auswerfe, dann werde ich ein Wunder erleben. Donc toi aussi, accepte simplement et fais ce mouvement, parle de la part de Dieu et tu vas voir les résultats. Das heißt auch für dich, glaube einfach an dieses Wort, nimm das an, mach das, was Gott dir sagt und dann wirst du sehen. Moi, je vais vous donner un petit exemple. Ich kann euch ein kleines Beispiel geben. Quand je me suis converti, j'étais encore au Congo. Als ich zu Jesus Christus umgekehrt bin, da war ich noch im Kongo. Notre église avait grandi, il a grandi, il a grandi, on était des milliers. Da ist unsere Gemeinde wirklich gewachsen und dann waren wir tausende von Mitgliedern. Pour ceux qui connaissent l'église La Borne du Congo. Diejenigen, die die Gemeinde kennen, die heißt La Borne im Kongo. Et notre église était la première cellule de La Borne qui était devenue large francophone. Und die, unsere Gemeinde war zu, sozusagen die erste französische kleine Gruppe. Et nous aussi, on a dit, comme il n'y a plus de place, nous devons aussi évangéliser et créer une autre cellule qui doit devenir notre église. Und dann haben wir uns gesagt, dass da die Gemeinde jetzt so voll ist, wollen wir evangelisieren und sozusagen eine neue Gruppe aufmachen. Pour moi, pour quelqu'un qui vient de se convertir, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller parler aux gens? Moi, je ne sais rien. Und für mich, ich kam gerade zu Christus, ich war ganz neu und ich dachte mir, was soll ich denn evangelisieren? Was soll ich denn den Leuten sagen? Je me rappelle, on avait divisé dans les groupes de trois. Ich erinnere mich, man hat uns aufgeteilt in Dreiergruppen. Il y avait un frère qui était un militaire. Es gab einen Bruder, der war Militär, vom Militär. Et il y avait une maman qui était avec nous. Und es gab noch eine Mama, die war mit uns. Et la maman nous avait juste donné un verset. Und die Mama hatte uns nur einen Vers gegeben. Il a dit, vous n'allez pas en dehors des versets. Vous restez avec ce verset. Sie hat gesagt, ihr geht nicht von diesem Vers weg, ihr sprecht nur von diesem Vers. Et quand nous allons, und wenn wir dann gehen, on a fait de porte à porte. Als wir gegangen sind, sind wir von Tür zu Tür gegangen. Quand on entre, und als wir dann reingehen,
La maman faisait la prière d'ouverture. Hat die Mama das Eröffnungsgebet gesprochen? Et peut-être elle pouvait me dire à moi ou à mon frère et le militaire. Und dann hat sie entweder zu mir oder zu dem Bruder, zu dem Soldat gesagt. Qui allait parler pendant deux minutes juste sur Jésus. Sprich für zwei Minuten über Jesus. On a essayé de parler le peu qu'on pouvait comprendre ou savoir quand on est encore de nouveau converti. Und wir haben versucht, dann das bisschen zu sagen, was wir sagen konnten. Ich war ja noch ganz neu im Herrn, deswegen. Et quand on sortait, je me disais, moi, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Und als ich dann da rausging, sagte ich mir immer, ich weiß aber gar nicht, was ich hier tue. Je me disais, est-ce que vraiment ces gens ici ont accepté Christ juste comme je parlais? Ich dachte mir, haben diese Leute Christus wirklich angenommen, nachdem was ich gesagt habe? Et la maman là nous fortifiait, disait, vous allez voir ce que Christ va faire. Soyez juste confiants. Und diese Mama hat uns immer ermutigt, sie hat gesagt, ihr werdet sehen, was Gott tun wird. Habt nur Vertrauen. On a fait ça juste pendant deux jours et le troisième jour, c'est le jour où on devait ouvrir cette cellule. Und wir haben das zwei Tage lang gemacht und der dritte Tag, dann sollten wir sozusagen diese neue Gruppe aufmachen. Et le jour qu'on a commencé les cultes dans ces lieux, und an dem Tag, wo wir dann den ersten Gottesdienst hatten an diesem neuen Ort, c'était à Lemba Terminus. Das war in Lemba, für diejenigen, die das erkennen. Les gens qui sont venus au culte, si on le mettait dans cette salle, ils sont foules jusqu'à l'extérieur. Die Leute, die an dem Tag zum Gottesdienst gekommen sind, das waren Leute, die gar nicht hier reingepasst hätten in diesen Saal. Amen. Amen. On s'est demandé, qu'est-ce que moi j'avais prêché pour que les gens viennent ici? Und wir fragten uns, was habe ich denn gepredigt, damit so viele Leute hierher kommen? Et cela me revient encore ici, comme la maman là nous disait, toi parle, c'est au même de deux, trois mots. Und da komme ich wieder auf das zurück, was diese Mama gesagt hat. Le maître de la moisson va agir. Du sollst nur zwei, drei Worte sprechen, nur das, was du kannst, und der Herr der Ernte wird selber wirken. C'est lui seul qui va accomplir sa parole. Amen. Er selbst wird seine Worte erfüllen. Et c'est comme ça que cette église avait commencé, plus de 300 personnes déjà. So hat diese Gemeinde angefangen mit mehr als 300 Personen. Amen. Amen. Pourquoi doit-on évangéliser? Warum sollen wir evangelisieren? Parce que nous sommes tous chrétiens. Weil wir alle Christen sind. Nous sommes enfants de Dieu. Wir sind Kinder Gottes. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Und wir sind Botschafter von Christus. Oui, comme nous sommes tous assis là, nous sommes des ambassadeurs. Ja, so wie wir alle hier sitzen, sind wir Botschafter. Et un ambassadeur, quel est le rôle d'un ambassadeur? Und was ist die Rolle von einem Botschafter? Je fais les études de sciences sociales, politiques et administratives. Ich habe Politikwissenschaften studiert. Et je voulais devenir un ambassadeur. C'était ça mon souhait. J'avais dit, moi, je vais être un ambassadeur. Ich wollte Botschafter werden. Das war mein Wunsch. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich Botschafter werde. Un ambassadeur, c'est une personne qui représente son État. Ein Botschafter ist eine Person, die ihr Land oder ihren Staat repräsentiert. Dans un autre État. In einem anderen Land. Et il vit dans cet État. Und sie lebt in diesem anderen Land. Amen. Nous sommes chrétiens. Wir sind Christen. Nous sommes dans ce monde. Wir sind auf dieser Welt. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Cela nous ramène à comprendre que nous sommes des ambassadeurs. Und das zeigt uns, dass wir Botschafter sind. Et un ambassadeur est dans un autre état pour représenter les intérêts de son pays. Und ein Botschafter ist in einem anderen Land, um die Interessen von seinem eigenen Land zu vertreten. Et si nous nous sommes sur cette terre, c'est pour représenter les intérêts du royaume des cieux. Und wenn wir hier auf der Erde sind, dann ist es, um die Interessen vom Königreich Gottes zu vertreten und zu repräsentieren. Et si nous pouvons représenter les intérêts du ciel, c'est juste d'accomplir sa volonté par l'évangélisation. Und die Interessen vom Himmelreich können wir repräsentieren, indem wir evangelisieren. Parce que par l'évangélisation, nous accomplissons la volonté de Dieu. Denn durch die Evangelisation tun wir den Willen Gottes. Où il a dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. So wie er es uns gesagt hat, dass wir gehen sollen hinaus in die Welt und dass wir aus allen Nationen seine Jünger machen sollen. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à faire de toutes les nations les disciples de Christ. Ja, mein Bruder, meine Schwester, wir sind dazu berufen, aus allen Nationen der Welt Jünger Jesu zu machen. Parce que le disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a reçu une parole. Denn der Jünger von Jesus ist derjenige, der das Wort Gottes empfangen hat. Qui a accepté cette parole. Der es angenommen hat. Qui a mis cette parole en œuvre. Der dieses Wort in die Tat umgesetzt hat. Et que cette parole va produire des fruits. Und bei dem dieses Wort Früchte tragen wird. Vous avez tous la potentialité que Christ a posée dans chacun de nous.
Jeder von uns hat das Potenzial, das Christus in uns gelegt hat. Et au travers de son esprit, und durch seinen Geist, nous sommes appelés à faire un mouvement vers lui. Sind wir dazu berufen, einen Schritt auf ihn zuzumachen. Si vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Wenn ihr das Wort Gottes hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. C'est ce que l'Éternel nous recommande. Das redet uns der Herr. Fais un mouvement. Mach einen Schritt. Accepte la parole de Dieu. Nimm das Wort Gottes an. Sois un avec cette parole. Sei eins mit diesem Wort. Mets juste cette parole en action. Setze einfach nur dieses Wort in die Tat um. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Und dann wirst du sehen, wie die Herrlichkeit Gottes sich in deinem Leben offenbart. Quand Dieu élève sa main sur la vie d'une personne, wenn Gott seine Hand erhebt im Leben einer Person, tu peux avoir tous les combats de ce monde. Du kannst alle Kämpfe dieser Welt haben. Mais Christ étant à tes côtés, aber wenn Christus an deiner Seite ist, ils ne peuvent pas t'atteindre. Dann werden sie dich nicht erreichen können. Sors et parle de la parole de Dieu. Geh hinaus und sprich von Gott. Active la parole de Dieu en toi. Aktiviere das Wort Gottes in dir. Communique l'amour de Dieu à tes frères, à tes sœurs. Kommuniziere oder gib die Liebe Gottes, die du in dir hast, weiter an deine Geschwister. Prie. Bete. C'est au travers de l'Esprit de Dieu que cela va s'accomplir. Denn durch den Geist Gottes wird das geschehen. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous conduire dans les chemins de la lumière et de la vérité. Amen. Der Geist Gottes allein kann uns in den Weg des Lichtes und der Wahrheit führen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, wenn der Geist Gottes nicht in uns ist, donc nous sommes dans les ténèbres. Dann sind wir in der Dunkelheit. Et je pense que même étant assis dans cette salle, und ich denke, dass selbst wenn wir hier an diesem Ort sitzen, si on ferme toutes les rideaux et on éteignait les lampes, wenn wir alle Vorhänge zumachen und die Lichter ausmachen, peut-être on pourrait dire à quelqu'un, sort, il ne saura plus sortir parce que il y a du ténèbre. Dann wird man jemandem sagen, geh nach draußen und die Person wird es nicht können, denn es ist dunkel. Et la lumière est bien pour un enfant de Dieu. Und das Licht ist sehr gut für ein Kind Gottes. Et nous sommes tous éclairés par son Esprit Saint. Denn wir werden alle erleuchtet durch den Heiligen Geist. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, tu seras éclairé. Wenn der Geist Gottes in dich kommt, dann wirst du erleuchtet. Du wirst erhellt. Là où il y avait du ténèbre, c'est la lumière de Dieu qui va entrer. Dort wo es Dunkelheit gab, da wird das Licht Gottes kommen und leuchten. Toi, accepte seulement. Nimm du das einfach nur an. Reste tranquille. Bleib ruhig. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Und du wirst sehen, wie die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Parle de la parole de Dieu dans ta famille. Sprich von Gott in deiner Familie. Parle de Jésus à tes collègues, tes amis au travail. Sprich zu deinen Kollegen von Jesus. Montre-les juste que Dieu les aime. Zeige ihnen nur, dass Christus sie liebt. Il a créé le ciel et la terre. Denn er hat den Himmel und die Erde geschaffen. Il pouvait aussi nous racheter d'une autre manière. Er hätte uns auch auf eine andere Art und Weise freikaufen können. Mais il a accepté d'être flagellé. Aber er hat es angenommen, ausgepeitscht zu werden. Et il s'est laissé être crucifié. Und er hat sich kreuzigen lassen. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Damit du und ich gerettet werden. Amen. Amen. Acceptons la parole de Dieu. Lass uns das Wort Gottes annehmen. Laissons que cette parole prenne place dans nos cœurs. Und es erlauben, dass dieses Wort einen Platz einnimmt in unserem Herzen. Acceptons-la. Lass uns das Wort annehmen. Parlons juste de Jésus. Und lass uns einfach von Christus sprechen. Et la gloire de Dieu va se manifester. Und die Herrlichkeit Gottes wird sich offenbaren. Que Dieu vous bénisse. Möge der Herr euch segnen. Amen.